Das iPhone verfügt über eine beeindruckende Kamera. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass das Kameramodul von Jahr zu Jahr dicker wird, um den hohen Ansprüchen von uns iPhone-Nutzern gerecht zu werden. Dadurch ragen die Kameraobjektive nun weit aus dem schlanken iPhone-Gehäuse hervor. Deshalb stellen sich immer mehr verunsicherte iPhone-Nutzer die folgende Frage: Soll ich einen iPhone-Kameraschutz kaufen? Ich könnte diese Frage mit einem schnellen Nein beantworten. Und trotzdem entscheiden sich immer mehr iPhone-Nutzer dafür, einen iPhone-Kameraschutz zu kaufen. Aber warum? Vielleicht liegt es daran, dass das iPhone mittlerweile mehr als nur ein Handy ist. Es ist unser treuer Begleiter, der uns in allen Lebenslagen zur Seite steht. Wir machen damit Fotos von unseren Liebsten, teilen unsere Erinnerungen auf Social Media und außerdem kostet ein neues iPhone mittlerweile über 1.000 Euro. Es ist daher verständlich, dass wir unser iPhone bestmöglich schützen möchten. Und dennoch möchte ich in diesem Video sechs Gründe nennen, warum du keinen iPhone-Kameraschutz benötigst. Oder anders ausgedrückt, warum ein Kameraschutz sogar schädlich für dein iPhone sein kann. Ein entscheidender Faktor, der gegen den Kauf eines iPhone-Kameraschutzes spricht, ist die Tatsache, dass die Kameras deines iPhones bereits mit einer Saphirglas-Schutzschicht ausgestattet sind. Einem extrem kratzfesten Material. Der zweite Grund ist die Widerstandsfähigkeit vom Saphirglas. Nur Diamant ist noch stärker. Dadurch übersteht deine iPhone-Kamera selbst Stürze aus großer Höhe unbeschadet. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine iPhone-Kamera also durch einen Sturz beschädigt wird, ist daher äußerst gering. Vergleichbar mit der Chance, vom Blitz getroffen zu werden. Ein weiterer Grund, warum ein Kameraschutz unnötig ist, ist die Tatsache, dass herkömmliche iPhone-Hüllen bereits einen ausreichenden Schutz für den Großteil der Kamera bieten. Ich selbst nutze zum Beispiel die iPhone 14 Pro-Hülle von Spigen, die ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Um den vierten Grund zu erkennen, müssen wir zunächst den iPhone-Kameraschutz montieren. Diesen musst du bereits sehr sorgfältig anbringen, um Staub unter dem Schutz zu verhindern. Deshalb empfehle ich dir, das gesamte Kameramodul mit einem Q-Tipp zu säubern. Der Grund dafür ist, dass es oft schwierig ist, den gesamten Staub mit einem Tuch zu entfernen. Es gibt unterschiedliche Arten vom iPhone-Kameraschutz. Einmal ein iPhone-Kameraschutz, welcher aus drei Linsen besteht. Diese werden einfach nur direkt auf die Objektive von deinem iPhone geklebt. Dieses Set kommt mit einer zusätzlichen Ersatzlinse. Der andere iPhone-Kameraschutz, welchen ich zum Testen auf Amazon bestellt habe, deckt das gesamte iphone modul ab. Optisch muss ich sagen, dass mir die zweite Variante deutlich besser gefällt und das gesamte Kameramodul geschützt ist. Fraglich ist natürlich, ob es Auswirkungen auf den LIDAR-Sensor oder auf den Kamerablitz hat, aber das klären wir im späteren Verlauf des Videos. Falls du deinen iPhone-Kameraschutz anbringst und zusätzlich noch eine iPhone-Hülle verwendest, solltest du beachten, dass die Linsen mit dem Kameraschutz nun über den Rand der Hülle hinausragen können. Da der iPhone-Kameraschutz nicht mit Saphirglas beschichtet ist, können so Mikrokratzer entstehen, die später auf den Fotos sichtbar sein können. Aber lass uns vorher überprüfen, wie empfindlich die verschiedenen Arten vom iPhone-Kameraschutz für Fingerabdrücke sind. Die einzelnen Objektive der iPhone-Kamera sind mit einem Schutzfilm überzogen, welcher deutliche Fingerabdrücke verhindert. Dies bemerkst du auch, wenn du mit einer verschmierten iPhone-Kamera ein Foto machst. Der Fingerabdruck fällt im Bild kaum auf. Bei dem Kameraschutz siehst du hingegen deutlich einen Fingerabdruck. Wenn wir damit dann ein Foto machen, siehst du auch im Bild diesen Fingerabdruck. Der iPhone-Kameraschutz wirbt zwar mit Anti-Fingerabdruck, aber kann trotzdem nicht mit der ungeschützten iPhone-Kamera mithalten. Oftmals verstaut man das iPhone in einer Hosentasche mit einem Schlüsselbund. Aus diesem Grund habe ich überprüft, wie gut die beiden Schutzgläser für die iPhone-Kamera vor Kratzern schützen. Überzeug dich einfach mal selber, ob die Schutzgläser kratzfrei geblieben sind. Ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Machen wir noch einen weiteren Härtetest. Wie sturzfest ist das jeweilige Schutzglas? Dafür lasse ich ein hartes Metallobjekt auf das Schutzglas knallen und schaue nach, ob es splittert oder unbeschädigt bleibt. Auch diesen Test haben beide Schutzgläser gut überstanden. Der fünfte Nachteil des iPhone-Kameraschutzes ist, dass er die Bild- und Videoqualität deines iPhones verschlechtern kann. Wir haben das mit zwei iPhone 14 Pro Modellen getestet, wobei das linke Modell den Kameraschutz hatte und das rechte ohne. Ich vergleiche jetzt einfach mal die Bilder und Videos und sieh selbst, ob du Unterschiede erkennst. In einigen Fällen hat der Kameraschutz die Bildfarben verändert, was zu unnatürlichen Ergebnissen führen kann. Bei den Videoaufnahmen habe ich gar keinen Unterschied gesehen. Besonders bei diesem Kameraschutz muss man prüfen, ob der LIDAR-Sensor und der Kamerablitz beeinträchtigt werden. Obwohl das Loch am Platz des LIDAR-Sensors frei bleibt, kann der Kameraschutz den Sensor dennoch beeinträchtigen. Kurze Werbung in eigener Sache: Möchtest du auch, dass dein iPhone Homescreen so aussieht, dann kannst du mein eigenes iPhone Homescreen Design in vier verschiedenen Farben jetzt downloaden. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Der LIDAR-Sensor des iPhones wird unter anderem zum Scan von Räumen und zur Wiedergabe in 3D verwendet. Um zu prüfen, ob der Kamerablitz beeinträchtigt wird, haben wir ein Foto bei Nacht mit und ohne Kameraschutz im Detail verglichen. Hier haben wir festgestellt, dass die Leistung des Kamerablitzes durch den Kameraschutz reduziert wird. Das iPhone ist bekannt für seine hervorragenden Kamerafunktionen. Deshalb macht es in meinen Augen gar keinen Sinn, so viel Geld für ein Gerät auszugeben, nur um direkt nach dem Auspacken einen Kameraschutz anzubringen, der die Qualität der Bilder und Videos verschlechtert. Dann hättest du genauso ein günstigeres Smartphone mit schlechterer Kamera kaufen können. Lass dich bitte nicht davon blenden, dass der iPhone-Kameraschutz wasserfest ist. Denn auch deine ungeschützte iPhone-Kamera ist wasserfest. Du kannst damit problemlos sogar unter Wasser füllen. Gerade beim iPhone-Kameraschutz würde ich sogar behaupten, dass sich unter Wasser eventuell der Klebe ablöst oder Wasser in die Zwischenräume eindringen kann und dann die Aufnahmequalität wiederum schlechter wird. Das Entfernen des Kameraschutzes vom iPhone ist ein weiterer Nachteil. Der Schutz ist passgenau auf die Kameraobjektive deines iPhones zugeschnitten und muss daher mit einem Hilfsmittel entfernt werden. Dies kann das Risiko von Beschädigung oder Kratzer erhöhen und ist daher nicht empfehlenswert. Eine schlechte oder ungenaue Montage des Kameraschutzes kann auch dazu führen, dass er einfach von der Linse fällt. Dies ist mir übrigens während der Benutzung zweimal passiert. Deshalb solltest du unbedingt auf einen hochwertigen iPhone-Kameraschutz zurückgreifen. Beim besonders billigen iPhone-Kameraschutz kann die Montage bereits zu Qual werden und direkt Blasen werfen. Dann sind die Foto- und Videoaufnahmen natürlich noch deutlich schlechter als bei unseren Ergebnissen in diesem Video. Zusätzlich sieht die Kamera deines iPhones dann auch mehr als bescheiden aus. Wenn du dennoch unbedingt die Kamera deines iPhones schützen möchtest, dann empfehle ich dir eine iPhone-Hülle mit Kameraabdeckung zu verwenden. Du kannst die Abdeckung zur Seite schieben, wenn du Fotos oder Videos machst, und danach wieder zurückschieben, um die Kamera zu schützen. Anschließend kannst du dann dein iPhone mit der Hülle staubfrei in der Hosentasche verstauen. Mir gefällt an dieser Hülle besonders, dass es das iPhone trotzdem noch relativ schlank ist und sicher in der Hand liegt. Zusätzlich bietet diese Hülle noch MagSafe an. Du kannst dein iPhone also auch per Wireless Charging aufladen oder ein MagSafe Wallet anbringen. Falls dich MagSafe Wallets interessieren, habe ich dir dazu mal ein Vergleichsvideo hier oben verlinkt. Ein einziger Minuspunkt wäre, dass es im geöffneten Zustand ein kleines Stück übersteht. Dies ist aber der Ultraweitwinkelkamera geschuldet und wenn du diese eh nur selten benutzt, dann kannst du die Abdeckung ruhig wieder darüber schieben. Auch kannst du die Abdeckung vollständig entfernen. Übrigens findest du diese iPhone-Hülle mit Kameraabdeckung auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass du nun nicht mehr unsicher bist, ob du einen iPhone-Kameraschutz benötigst oder nicht. Aber ehrlicherweise muss ich eingestehen, dass ich überrascht war, wie gut die beiden iPhone-Kameraschutzlinsen im Vergleich performt haben. Klar, die Fotos- und Videoqualität leidet etwas darunter, aber für die meisten Hobbyfotografen ist der Unterschied kaum zu erkennen. Und gerade wenn man besonders tollpatschig ist, macht es Sinn, seine iPhone-Kamera durch einen iPhone-Kameraschutz zusätzlich zu schützen. Deshalb habe ich auch diese in der Videobeschreibung verlinkt. Mich würde jetzt aber mal interessieren, ob du einen iPhone-Kameraschutz nutzt oder lieber darauf verzichtest. Schreib es in die Kommentare. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein iPhone-Video von mir verpasst. Zusätzlich habe ich dir links und rechts noch zwei weitere Videos verlinkt, die du dir unbedingt anschauen solltest.